Die Gülle an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Gülle in einem anaeroben Zustand ist, wo eben anaerob heißt Fäulnis, Geruch. Und das muss man eben verhindern. Und das grundlegende Prinzip zwischen anaerob und aerob ist, dass wir alles, was versuchen, was in diesem anaeroben Milieu ist, also was ohne Sauerstoff ist, was am Faulen ist, was der Lebensraum für in der Regel Schädlinge ist, das versuchen wir eben ins aerobe Milieu zu bringen durch unsere Produkte. Und im aeroben Milieu wir dann die Nützlinge haben, die eben diese Prozesse ansetzen, die Verstoffwechselung, die Nebenverbauung, die Mineralisierung, die Bindung der Nährstoffe, die sonst ausgasen oder auswaschen. Und diese Verarbeitung von Kompost, Mist, Boden, wie gesagt, die schaffe ich eben nur in Zusammenarbeit mit der Natur. Und wir von der Firma Blocher, wir machen eben das schon von Beginn an, war das ein Anliegen, diese Gülle wieder in diesen Rottezustand, in diesen aeroben Zustand zu bekommen.